Ihr lieben Leute, ihr lieben Shadowman-Fans, willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe meinerseits von Shadowman Remastered. Schaut mal auf den Fortschritt der Sammelartefakte rechts am Bildschirm. Ja, ich habe es geschafft. Alle dunklen Seelen eingesammelt und die vollständige Kollektion Kado eingesammelt. 666 an der Stückzahl. Und also, was soll ich sagen? Ich will ganz ehrlich sein. Das war eine furchtbare Fleißaufgabe. Also, schön ist was anderes. Das war echt wie Hausaufgaben machen. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Und ja, ich habe das Ganze mit Guides gemacht, weil teilweise hat mir ja immer nur ein Kado pro Location gefehlt. Und das Theater dann ohne Guide machen, nee, danke. Also, da weiß ich dann auch noch ein paar schönere Sachen mit meiner Lebenszeit anzufangen. Ja, aber es ist geglückt, wir haben alles eingesammelt. Und jetzt können wir uns genüsslich auf die Geheimnisse stürzen, die da auf uns warten werden. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, und will das jetzt gemeinsam mit euch machen. Es gibt zwei Stufe 10 Seelentore, die wir natürlich auch nur mit Schattenstufe 10 öffnen können, die wir natürlich auch haben. Ihr schaut unten rechts auf die Anzeige, genau. Man hört es auch an der Knarre, wir sind Stufe 10. Und ja, wie soll es auch anders sein, wenn wir 120 dunkle Seelen gesammelt haben von 120? Das geheime, neue Xenator, das gibt es hier im Fogometer, das ist quasi erst mit der Remastered-Fassung neu dazugekommen. Da ich glaube, dass wir ein paar Minuten dafür brauchen werden, das zu suchen und zu finden, fangen wir einfach damit an. Da seid ihr eh schon ganz gespannt drauf, was es da zu finden gibt und ich auch. Das einfachere zweite Standard-Xenator, das es schon in der Originalfassung gab, das holen wir uns dann hinterher, weil da weiß ich definitiv, wo ich hin muss. Und hier beim Fogometer kann es durchaus sein, dass ich ein bisschen Zeit brauche, bis ich wieder zu diesen Rotoren finde. Die Rotoren nach oben klettern, da soll das dann sein. Ja, ihr hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner knarzigen Stimme, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich bin richtig fett erkältet gewesen die letzte Woche. Und es bessert sich langsam. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber man hört es halt noch recht deutlich. Ich klinge relativ krank, bin aber tatsächlich schon wieder relativ fit. Den Umständen entsprechend. Okay. Ich hatte auch bei einer Folge von einem anderen Let's Play doch sehr, sehr angeschlagen gewirkt. Das hat man wahrscheinlich auch mitbekommen. Es ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Ach, wir sind schon beim LOL. Lel. Hoffel. Lul. Lelel. Wir sind natürlich schon am Rotor. Das, ja. Das ist typisch me. Typical me. Typisch me vor allem. Hör auf, so ein Bullshit zu labern. Junge. So, alles klar. Dann gehen wir mal nach oben. Ich bin schon ganz gespannt, was da auf uns wartet. Gehen ganz nach oben. Geht ja noch gar nicht. Zu diesem Doppelrotor müssen wir, ne? Ich habe ja gesagt, es dauert ein bisschen, bis ich das finde. So. Sind wir hier schon richtig? I don't know. Beim Rotor nach oben klettern. Meint ihr hier? Wir gucken nach. Ah, oder bei diesem Fleischwolf-Rotor. Auch das ist möglich. Ich hab's. Mir ist übrigens auch aufgefallen, jetzt kurz vorm Ende des Spiels ist mir aufgefallen,
die Seelen, ne? Die droppen. Die Seelenenergie, mit der wir unser Leben wieder aufladen können. Guck mal. Die liegt dann da und wird ja schwächer, bis sie irgendwann verschwindet. Und wenn sie kurz vorm Verschwinden ist, also ich sammle sie direkt mal auf, vollen Lebenspunkt aufgeladen. Unten rechts, den obersten Lebenspunkt. Vollständig aufgeladen. Ne? Ich hab's. Durch so eine frisch aufgesammelte Seele quasi frisch geploppt und direkt aufgesammelt. Beim nächsten Gegner zeige ich euch, oder bei der nächsten Seele zeige ich euch jetzt, was ich so bemerkenswert finde. Ja gut, das kann ich euch nicht zeigen, weil ich nicht verletzt bin. Verdammt! Ja, die Seelen laden weniger Energie auf, je länger sie am Boden liegen. Die oxidieren sozusagen vor sich hin und verfallen, werden ineffektiver, bis sie irgendwann weg sind. Das wollte ich damit sagen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dieses Detail. So. Naja, wir müssen uns nicht hetzen, wir haben Zeit. Wir haben jede Menge Zeit, das zu finden. Und zur Not es wird sowieso noch eine Folge geben. Egal wie lange ich hier brauche. Ich hatte erst überlegt, dass das vielleicht schon die finale Folge ist. Kann aber gar nicht. Weil ich für diese Coffin Gates und für den Endkampf bestimmt jeweils eine extra Folge brauche. Ja. So viel zu der Erklärung. Oh nein, ich muss niesen, glaube ich. Oh. Die Verpeiltheit ist stark in mir. Also, wir gehen jetzt mal hier oben links und dann den Gang entlang. Ich glaube nämlich, dass wir doch nochmal in dieses Höhlensystem müssen. Hier. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist es doch. Aber die 10er Knarre ist ja auch echt mal ultra krass stark schon. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was es hier jetzt noch geben soll. Was uns noch viel mächtiger machen soll. Auf geht's. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Einen kleinen Erkältungskaffee trinken. Okay, komplett neues Gebiet, Leute. Interessant. Jammer. Jawohl. Das habe ich jetzt. Hier habe ich jetzt alle Kado verloren. Alle 666. Naja, sie gelten noch als gesammelt, aber sie sind wieder weg. Okay. Sein können. Und dass der kaputt geht. Man hört hier eine Seele, eine dunkle. Die Maschine läuft auf Hochtouren. Was auch immer das für eine Maschine ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier recht knifflig wird. Da hat der Schuss nicht getroffen. Was ist denn da los? Die sehen irgendwie anders aus. Nee, hat nur getäuscht. Das war die. Wir haben ja auch so einen Nahkampfknüppel in der Hand. Okay. What? What? Soll ich das aufsammeln? Sieht irgendwie gesund aus. Das meine ich ganz ehrlich.
Okay. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. What? Was ist denn jetzt passiert? Okay, ich kann meinen Schuss nicht mehr aufladen. Sondern ich habe jetzt Dauerfeuer. Und vom Klang her ist das ein voll aufgeladener Schuss. Ist das euer Ernst? Ist es das, was ich glaube, dass es ist? Ich habe mir sozusagen eine weiße Seele aufgesammelt, oder? Ihr müsst mir dann mal in den Kommentaren schreiben, ob es hier noch mehr gibt. Weil ansonsten habe ich jetzt hier nichts entdecken können. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum zweiten Schattentor. Also Zehnertor. Ja. Falls ihr nichts dagegen habt. Sieht Michael anders aus? Nö. Nicht wirklich, ne? Boah, auf die Distanz können die treffen, die Arschlöcher. Den habe ich ja nicht mal gesehen. Boah. Okay, das ist ja... Das ist ja extrem. Und die Seelen sehen anders aus. Oder täuscht es gerade? Oh, konnte ich jetzt leider nicht abchecken. Alter. Bitte schreibt mir dazu Kommentare. Ich muss wissen, was ihr darüber denkt und was ich hier vor mir habe. Aber ich vermute, dass die Treffer Gegner, die dadurch sterben, wie soll ich sagen, mich mehr Lebenskraft regenerieren lassen, wenn ich ihre Seele einsammle. Das ist halt echt übertrieben. Ihr habt nicht gelogen, als ihr sagtet, dass das ein bisschen overpowered ist. Das ist es definitiv, ja. Die Seelen wirken leicht anders optisch. Ein bisschen intensiver von der Farbe her, aber das kann ich mir auch tatsächlich einbilden. Naja gut, freut mich sehr. Michael sieht nicht anders aus, ne? Vielleicht sind die Augen noch ein Tick größer geworden, ich habe keine Ahnung. Ja klar, da unten ist es ja auch. Das Energieniveau ist dauerhaft aufgeladen auf Maximum. Geil. Alles klar, seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe doch. Und hoffe, dass ihr jede Menge Spaß mit dem habt, was wir hier zusammen erleben. Jetzt geht's zum Schattenstufe 10 Tor Numero Uno. Da weiß ich ganz genau, wo das ist. Das ist nämlich in den Marshlands. Ganz am Anfang, wo wir zum ersten Mal das Reich der Toten betreten. Ja, das ist echt extrem. Aber auch extrem geil. Also das passt ja auch wie die Faust aufs Auge, dass man auf dem höchsten Niveau nicht mal mehr Aufladezeit braucht. Ist damit, denke ich, die mächtigste Waffe im Spiel, gefolgt von der Violator. So, hier oben war nichts mehr. Genau. Da gab es nur noch eine weitere Govi, die habe ich schon vor langer Zeit gesammelt. Und die ganzen restlichen Govi, die uns noch gefehlt haben, habe ich natürlich auch schon offscreen gesammelt. Das ging übrigens relativ schnell, das waren nur noch 5 oder so. Aber Kados sammeln, ohne Spaß, Leute. Macht's nicht. Wenn ihr keinen Bock auf, oder wenn, sagen wir mal, wenn ihr Übersichtsprobleme ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Trophy freigeschaltet. Wenn ihr Übersichtsprobleme habt in manchen Levels, ja. die euch wirklich auch die Übersicht rauben und die Nerven rauben mit der Zeit, zum Beispiel Spielzimmer, dann macht's zumindest nicht ohne Guide Kados sammeln. Wenn in diesen unübersichtlichen Leveln immer nur ein Kado noch fehlt, ihr wisst ja nicht, wo der liegt. Ihr müsst den kompletten Level absuchen, auf den Kopf stellen. Das war echt nicht schön. Also, es hat sich gelohnt, aber nochmal will ich es nicht machen, glaube ich. So, wir haben ein Secret unlocked. Übrigens, diese ganzen coolen Cheats hier, die sind ziemlich cool.
Und Drahtgitter, FPS-Modus. Das kenne ich noch vom N64. Ja, es gab sowas Ähnliches für das N64 auch. Glaube ich zumindest. Vielleicht nicht in genau dieser Weise. Das sieht natürlich abgefahren ohne Ende aus. Ich finde es ziemlich geil gerade. Weil du kannst auch durch den Level gucken. Und, aber was ist FPS-Modus? First-Person-Shooter? Ich habe keine Ahnung, was FPS ist. Frames per Second vielleicht? Nee. Okay, wir haben auch fast alle Geheimnisse freigeschaltet, ne? Es fehlen nur noch zwei. Okay, schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Da dreht sich irgendwas. Aha. Mhm. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Mhm. Was ist das nochmal? Buch der Schatten. Nunmehr ist Ihre Reise zu Ende. Deshalb geben wir jetzt in Ihre Hände dieses Buch der Schatten. Ein kleines Geschenk. Der Taten Shadowmans ein Gedenk. Zum Dank, dass Sie sich für unser Spiel interessierten und Mike seiner dunklen Erfüllung zuführten. Zum Schluss mit ein paar Worten und Bildvorlagen wollen wir ein Dankeschön sagen. Eine kleine Erwähnung derer ist angebracht, die sich für diese Geschichte erdacht. Die sich für Sie diese Geschichte erdacht. Doch bevor Sie gehen, eines noch, was zählt. Dies Spiel ist nicht die wirkliche Welt. Dort gibt es echtes Grauen und Entsetzen, solche, die andere quälen und verletzen. Für Krieg und Mord ist kein Ende in Sicht, denn Shadowman existiert dort nicht. Auch Mörder sind dort weniger schaurig, als vielmehr jämmerlich, krank und traurig. Lieber Freund, dies ist nun das Ende von Shadowman und seiner Legende. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, wenn dunkle Zeichen erneut geschehen. Mega krass. Hier ich weiß gerade gar nicht, wie der Speer heißt. Ich bin ein bisschen sprachlos. Sehr ergreifend das Ganze. Hammer. Hammer Artworks. Können wir uns ruhig ein bisschen reinziehen, denke ich. Aber solche Waffen hatten die nie, ne? Die Schwestern. Diese Armklingen und diese Sensen. Aber richtig geil. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Guckt ihn euch an, den Wurm. Er sieht aus wie eine riesige dunkle Seele. Ich lasse erstmal unerwähnt, wer das ist. Flambeau. Also, vom Artstyle her ist Shadowman ja auch echt mal absolute Macht, oder? Der Teddy sieht aus, als ob er zwinkert. Jaunty. Arson. Geile Waffe. Meine Lieblingswaffe. Zwei MPs. Cooler Shadowman-Style. Tracker. Ah, die Serienkiller. Krass. Ja, und auch diese Artwork-Sammlung hier zeigt mir mal wieder, wie wichtig es wäre, ein Remake oder einen neuen Teil zu bekommen. Auch krass. Da sieht man halt auch mal, mit was für Liebe zum Detail und mit welcher Comic-Liebe auch da dran gegangen wurde an dieses Shadowman-Franchise für dieses Spiel. Das sind die Knarren von den Guards. Ja, ich werde echt richtig nostalgisch gerade. Boah, das sind diese Schismatore. Das könnte Nettie sein. Porter. Kenne ich nicht. Medusa? Ja, es gibt auch Gegner, die es, glaube ich, nicht ins Spiel geschafft haben. Boah, die sehen auch absolut widerlich aus. Die Typen da oben, guckt sie euch an. Okay.
Asylum Deniesen. Deniesen. Mike. Come to Papa. Das sieht schon ziemlich cool aus. Fast schon wie, ja, entweder wie aus dem Comic rausgenommen oder fast schon wie der Spielstil selbst eigentlich. Da raucht die Knarre. Die Killer. Schade, dass Jaunty nicht mehr in dem Spiel zu tun hat. Das wäre doch auch ein cooler Kompagnon gewesen. Avery Marks, Dr. Victor Batrachian, Marco Cruz, Milton Pike, Jack the Ripper und Legion. Und alle mit ihrer Echtform-Variante im Hintergrund. For we are many. Many! Okay. Zombies. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal weiter, oder? Gut. Ich weiß nicht, wie umfangreich das Buch ist. Wahrscheinlich gibt es noch zig Seiten. Aber ja, ganz fantastisch, das Ganze. Was ist das da oben? Kann ich nichts mitmachen, ne? Da ist ein Baby drin, Leute. Guck mal. Vielleicht der zukünftige Shadowman? Wisst ihr, was es mit dem Baby auf sich hat? Kann ich damit noch irgendwas machen? Das erinnert mich ein bisschen an Death Stranding. Geiles Game übrigens. Mit einer geilen, abgefahrenen Story. Kann ich sehr empfehlen. Ja, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wir gehen erstmal wieder weiter, ja? Wir gehen jetzt mal Richtung Maschinenblock. Ne? Und schauen mal, was uns da erwartet. So, was wir jetzt machen werden, ist speichern. Und zwar speichern wir deswegen, dass falls wir nach dem Ende noch irgendwas vergessen haben und ihr mich erst im Nachhinein darauf hinweist, über den Kommentarbereich, dann können wir kann ich diesen Spielstand nochmal neu laden und eventuell auch nochmal ein Video dazu machen, zu dem, was ich da noch nachträglich mache. Aber vielleicht sagt er ja auch, nee, du hast alles vollständig gemacht, alles zu unserer Zufriedenheit, nichts verpasst, was noch irgendwie erwähnenswert wäre. Mikey! Luke! Hier ist es zum Fürchten, Mikey! Echt schlimm! Allerdings. Wenn die mich kriegen, dann bringen sie mich um! Luke, beweg dich nicht. Bleib, wo du bist. Ich komme und hol dich. Mein Gott, Luke. Nein. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit. Wir haben alles, was wir brauchen. Oh, ich bin echt ein bisschen gespannt, was jetzt passiert. Oh, echt Form. Aber die geben keine dunklen Seelen, oder? Super unheimlich hier. Okay. Luke hinterher. Alles klar. Okay. Luke, da bist du ja. Was machst du denn, einfach wegzurennen? Luke! Hi, Mikey. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich hatte solche Angst, Mikey. Angst, die würden mich kriegen. Du würdest mich nicht holen kommen. Hier, nimm, Luke. Du hättest doch wissen müssen, dass ich immer für dich da bin, kleiner Bruder.
Da war was ganz Schlimmes in der Dunkelheit, Mikey. Ganz furchtbar schlimm. Noch schlimmer als der schwarze Mann. Die haben schlimme Dinge mit mir gemacht, Mike. Ich will gar nicht daran denken. Oh Gott, es tut mir so leid, Luke. Hey, soll ich dir einen coolen Witz erzählen, Mikey? Nein. Ein Witz? Also, ein Mörder und sein Opfer, die wanderten Hand in Hand geradewegs durch einen tiefen, finsteren Wald. Das Opfer hält die Hand des Mörders ganz fest umklammert. Und dann schaut es ihn mit einem großen, braunen Augen flehend an und sagt, ich fürchte mich wirklich vor diesem großen, finsteren Wald. Luke, was zum Teufel? Und der Mörder, der seufzt und dann sagt er, du fürchtest dich? Was zum Teufel soll ich dann erst sagen? Schließlich werde ich auf dem Rückweg ganz allein sein. Guter Witz, oder, Mikey? Ist super doch ein Witz. Verdammt guter Witz, meinst du nicht? Du bist nicht Luke. Du bist nicht mein Bruder. Glückwunsch. Du hast soeben den Idiotenpreis gewonnen. Schlau, Mikey. Die ganze Zeit war es nicht dein Bruder. Wir wollten sicher sein, dass du unserer Fährte folgst. Also wirklich, Michael, du musst langsam mal lernen, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Wer bist du? Und er fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete ihm, Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Und auch du, Shadowman, bist Legion. Die Seelen der vielen füllen dich an bis zum Bersten. Zur Hölle mit dieser obskuren Scheiße. Schmier sie dir sonst wohin. Alles, was ich jetzt will, ist wissen, dass du erledigt bist. Du kapierst es wirklich nicht, oder? Du bist ein noch blöderer Schwachkopf und Poseur, als ich dachte. Als ich vor so vielen Jahren meinen grandiosen und unglaublich brillanten Plan ersann, der dir als Prophezeiung bekannt ist. Was? Die Prophezeiung stammt von dir? Natürlich tut sie das, du Trottel. Hast du etwa diesen ganzen Schwachsinn geglaubt von den alten Göttern, die ihr Wissen weitergeben an die Ahnen? Ich war der einzige Gott, den es jemals gab. Ich war es, der in den Träumen der Ahnen zu ihnen sprach und den Samen für meine triumphale Rückkehr legte. Natürlich hätte ich vor all diesen Jahren auf keine willigere Marionette hoffen können. Zum Glück bist du diese Marionette, Michael Leroy. Gern geschehen. Und nachdem du dem armen Luki jetzt so brüderlich seinen Teddy zurückgegeben hast, kommst du natürlich nicht mehr hier weg. Du Bastard! Vielen Dank. Ich vermute, du hast Le Carte gelesen, denn es steht geschrieben, und die Macht der dunklen Seelen wird über Legion kommen. Ich wusste, die dunklen Seelen würden nicht leicht zu bekommen sein und ich brauchte jemanden, der sie mir bringt. Und schon bist du da, erfüllt von ihrer unsterblichen Macht. Einer Macht, die ich brauche als Antrieb für meine dunkle Maschine und um meine Armee durch den Schleier auf die andere Seite ins Reich der Lebenden zu versetzen. Wie es war zu Anfang, wie es ist und sein wird immer da. Es ist noch nicht vorbei. Oh, ich glaube doch, Michael. Wirklich und wahrhaftig vorbei. Wir richteten das Wort an Pike, Patrakian, Cruz und die anderen, auf dass sie den Weg bereiten würden. Wir flüsterten Nettie süße Worte ins Ohr, als sie schlief, und sie schickte dich herüber zu uns, ganz wie das sprichwörtliche Lamm zur Schlachtbank. Die Macht ist in dir, Shadowman. Die Macht zur Entfesselung der Apokalypse. Über deine nichtige, kleine Welt. Der Thron erwartet dich, Michael Leroy. Du bist der Treibstoff für unsere große Maschine. Wie es war zu Anfang, wie es ist und sein wird immer da. Amen, sage ich dazu. Stirb. Mach dich erst mal kalt. Steh auf, du Scheißkerl! Mir scheint, ich bin erledigt. Okay. Damit hast du wohl nicht gerechnet, dass die dunklen Seelen, die ich jetzt besitze, mir sogar noch größere Macht verleihen würden. Macht genug, dich zu besiegen! Das glaubst du vielleicht.
Doch leider ist auch dies wieder nichts als ein ganz erbärmlicher Irrtum. Was zum... Jetzt kotzt er. Hölle und Verdammnis! Nun wirst du sterben! Alles klar. Ich glaube nicht, dass ich hier runterfallen sollte, oder? Du bist abgrundtief hässlich, mein Freund. Stirb. Okay, das ist nicht so einfach. Er zieht echt viel Leben ab, der Kerl. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Yes! Oh. Das war der einzige Fehler in deinem Plan, Legion. Durch die dunklen Seelen verfüge ich über die Macht, dich zu besiegen. Die Prophezeiung habe ich sehr wohl gelesen. Und die dunklen Seelen werden über Legion kommen. Hier hast du sie! Ich glaube, das ist der richtige Moment für einen schnellen Abgang. Und für ein paar coole Sprüche. Puh. Wie soll man das bitte ohne das Power-Upgrade von der Knarre schaffen? Verdammt und zugenäht. Der Junge hat's doch tatsächlich geschafft. Was? Sieht aus, als müsstest du mir noch einen ausgeben, Michael. Sicher. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Der Wanderer zwischen den Welten. Der unsterbliche Voodoo-Krieger. Als Gott zertrete ich die zuckende Visage der Schlange im Reich der Toten. Waffe in der Hand, meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. So sieht's mal aus. Was für ein Finale, ha? Huh? Furios. Und gar nicht so schwer. Aber der hätte uns fast gekickt. Gekickt, weil da steht Steve Kick und Alex Kick. Der hätte uns fast gekillt, der gute Legion. Hat er aber nicht geschafft. Aber ganz ehrlich, ohne die Schattenknarre, die hat uns ja die halbe Arbeit eigentlich abgenommen, weil ich nur noch Dauerfeuer drücken musste. Ich glaube, naja, wenn ich dann zwei Violator zur Hand habe, dürfte es ähnlich einfach sein. Allerdings wird da ja irgendwann die Munition knapp. Und naja, der Kampf muss halt schnell gewonnen werden, weil der uns zermürbt. Der Legion zermürbt uns, wenn das zu lange dauert. Wir haben kaum Möglichkeit, da auszuweichen. Und der nimmt echt viel Lebensenergie ab mit seinen paar Angriffen. Ich wusste teilweise gar nicht, wo oben und unten ist und wo ich hin ausweichen soll. Man kann ja auch in den Tod stürzen, wenn man nicht aufpasst. Ja, all das macht es natürlich unglaublich schwierig, diesen Kampf zu gewinnen, aber wie gesagt, dank der guten Bewaffnung, eurem guten Tipp, doch bitte alle Kado einzusammeln. Das hat sich mehr als gelohnt, definitiv. Ja, hat auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht, mit euch dieses Spiel zu erleben und euch offensichtlich auch, wenn ich mir die Klickzahlen angucke, die doch für meine Verhältnisse ganz schön hoch sind, für meinen kleinen, süßen Gaming-Kanal. Es war mir ein großes inneres Blumenpflücken, mit euch dieses Spiel zu erleben. Kann ich nicht anders sagen. Was wird es in Zukunft geben? Ich habe so ein paar Ideen, aber habe mich noch für keine davon entschieden. Wir machen erstmal weiter mit Ghostwire Tokyo. Schaltet da gerne ein, wenn euch das Spiel interessiert und guckt mir ein bisschen beim Zocken zu. Ist ein cooles Game. Und ja, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich demnächst mal Let's Playen könnte,
wo ihr Interesse dran habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Und ja, was bleibt zu sagen? Außer, dass ich unbedingt ein Shadowman Remake haben möchte. In Unreal Engine 5, bitte. Das ja, wäre sehr, sehr toll. Seht ihr, denke ich mal, auch so. Ansonsten, ja, ich weiß, wie gesagt, nicht. Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen. Ich hätte noch ein weiteres Munitionspackage für die Violator holen können. Ich habe den letzten Akkumulator auch noch gefunden bei meiner Sammelaktion, Kado-Sammelaktion. Habe jetzt aber den Munitionspack gar nicht geholt. Ehrlich gesagt hätte ich es cool gefunden, wenn diese Munitionspacks so eine Art Munitionserweiterung für die Violator gewesen wären. Da ja die Munition für die Knarre mittlerweile, wie sagt man, jetzt fällt mir dieses eine Wort nicht ein, man findet die halt an jeder Ecke, die Munition. Ich meine, im Originalspiel war die extrem selten. Und da man die ja jetzt an jeder Ecke finden kann, wäre es doch cool gewesen, wenn diese beiden Packs in den Automaten im Spiel, im Playroom-Level, wenn das Munitionserweiterungen wären, um 250 Schuss oder so. Weil so, da machen die ja gar keinen Sinn. Einfach zwei Magazine, die findet man an jeder Ecke, wie gesagt. Fand ich ein bisschen schade. Macht irgendwie nicht so ganz viel Sinn, da ganz normale Magazine reinzupacken. Okay, ich würde sagen, wir überspringen mal den Abspann und kommen zum Ende. Ja, okay, Hauptmenü. Was passiert jetzt, wenn ich den Spielstand lade? Achso, hier gibt es eine Filmvorschau. Wahrscheinlich kann man sich hier alle Sequenzen nochmal angucken. Oh, eine habe ich nicht freigeschaltet. Oh, sogar einige habe ich nicht freigeschaltet. Krass. Ich habe wirklich ein paar Sachen übersehen. Krass. Es gibt ja auch noch eine Trophy, die man freischalten kann. Die heißt, glaube ich, Versage bei dem Versuch, Legion zu besiegen oder so ähnlich. Also man kriegt eine Trophy, wenn Legion gewinnt. Kann es sein? Muss ich dafür einfach nur im Endkampf verlieren? Und das probieren wir mal aus. Würde mich mal interessieren, ob das so funktioniert. Einfach nur gegen Legion verlieren. Das wäre ja echt witzig. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann können wir auch mal gucken, wie eine Trophy freigeschaltet wird. Mikey! Luke! Ja, wie gesagt, die Schattenknarre ist ja wirklich mal absolut overpowered jetzt. Das ist echt nicht mehr normal. Aber ist geil, ne? Dass es wieder die klassische Story ist, dass der Held der Geschichte quasi einfach nur vom Bösewicht gelenkt wird Richtung Schlachtbank und eigentlich der Schlüssel zum Ende der Welt sein soll. Das kennen wir ja schon vielfach aus anderen Stories, aber ist hier mal wieder formidabel umgesetzt, finde ich. Luke, da bist du ja. Was machst du denn? So, dann mach uns mal platt, mein Freund. Wie viel Schaden machst du? Ja, der macht ganz schön viel Schaden, guck mal. Boah. Ja, wir sind tot. Ja. So endet die Welt, Michael. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wind. So lebt denn wohl. Oh nein! Oh Gott, nein! Shadow Man!
Inseln. Auch nicht schlecht, ne? Ja, Hammer. Dann haben wir also das auch noch gesehen. Gab noch eine kleine Trophy dazu. Ja, was soll ich noch sagen, Leute? Es bringt ja auch nichts, das Ganze unnötig in die Länge zu ziehen. Das war die letzte Folge und das große Finale von Shadowman Remastered Let's Play. Ich danke euch für eure Treue, fürs Zuschauen, für euer Interesse und ja, schaut beim nächsten Let's Play wieder bei mir rein. Ja, danke fürs Zuschauen. Liken, kommentieren und die Glocke aktivieren. Und Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.